Hallo und willkommen zur nächsten Aufnahme von The Legend of Zelda The Wind Waker. Ach cool, mein Controller. Der mag mal wieder nicht. So, Items, Status-Item. Ich wollte das mal einfach de-equippen, solange wir wieder ein bisschen Zeit questen. Wir haben in der letzten Folge das Master-Schwert wiederhergestellt. Das steht jetzt auch hier im... Steht's da? Master-Schwert, legendäres Schwert, in dem die Stärke innen wohnen soll, das Böse von Antlitz dieser Welt zu verbannen. Nice. So, dann haben wir jetzt das Master-Schwert. Jetzt geht's los, Triforce-Splitter zu sammeln. Und das heißt für uns, ja, das heißt für uns eigentlich so einiges. Das heißt für uns ein bisschen Sidequesten. Und ich bin in der letzten Folge, das möchte ich mal, wir machen jetzt mal Folgendes. So, wir machen mal, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich mal überlegen. Was könnten wir jetzt machen? Ich würde sagen, habe ich noch Essen? Ich habe noch Essen. Karte. Wir haben ja noch mal zweimal Schatzkarten bekommen. Jetzt pass mal auf. Die könnten wir mal... Das wäre auf jeden Fall mal eine Feeninsel. Nein, ist es nicht. Da habe ich ja mal auf jeden Fall was Falsches gesagt. Aber Tingles Insel kann es auch nicht sein. Welche Insel ist das? Eine wahrscheinlich noch nicht erkundete. Und da drückt genau auch der Schuh. Ich würde gerne jetzt mal die Karte vervollständigen. Und das heißt, wir gehen auch gleich auf die Inseln und gucken, was es da zu machen gibt. Und haken das gleich komplett ab. Also wir gehen auf die Insel, gucken, was es da gibt, holen uns das, gehen auf die nächste. Das machen wir jetzt. Das ist jetzt unser Ding. Wir können nämlich jetzt eigentlich auf jeder Insel alles machen. Es sollte nicht mehr eine Insel geben, auf der wir nichts machen können. Versteht ihr? Weil wir haben den Greifhaken, wir haben jedes ersichtliche Item. Es muss möglich sein, für uns nun alles zu machen. Und das, was mich nun auch anpisst, ist, dass wir jetzt quasi eigentlich die schwersten Quests haben. Weil jetzt gibt es nur noch Sidequests. Ja gut, Triforce-Splitter sammeln, aber halt... Ja, da waren wir schon. Ja, aber das heißt für uns automatisch auch, das ist doch keine Feenquelle. Nee, oder? Ist das eine Feenquelle? Gibt es doch noch eine, die ich nicht weiß? Dann ist das doch eine Feenquelle, die oft... Verdammt, wir haben doch nicht alle Feenquellen. Jetzt fühle ich mich dumm. Ich dachte, wie... Ach so. Ja, okay, blöd. Na, egal, holen wir es jetzt. Dann gibt es wahrscheinlich doch 99 Pfeile. Dann ist das wahrscheinlich das Upgrade. Und dann müsste da dementsprechend auch ein Schatz sein. Da könnte man dann auch hochgehen. Guck sich mal eine an. Eine Feenquelle. Und was ist das? Ist das eine Palme? So, zack. Dann zeichne mal die Feenquelle noch schnell ein. Genau, und dann gibt es halt noch so zwei ultra nervige Herzteile, die ich halt jetzt schon im Kopf habe. Die waren halt echt nervig. Zack. Schatzkarte 5 im letzten Dungeon. Okay. Sag mal, hast du vielleicht ein paar Goldfedern dabei? Die Dinger wollen nämlich bei den weiblichen Orni auf Draconia zurzeit der allerletzte Schrei sein. Aber um an so schöne Goldfedern ranzukommen, muss man erst mit deren Trägern verkloppen. Und das sind leider ziemlich biestige Vogelungeheuer. Ja, gut, das wissen wir ja. Das haben wir ja schon gemacht. Die Quest haben wir abgegeben. Dann müsste uns eigentlich... Ne, wo ist jetzt die... dann müsste uns eigentlich auch Post ereilt haben, wenn wir jetzt da einen Briefkasten gleich gucken, da oben. So. Und sehen wir auch gleich, was wir hier haben. Ein Herzteil wären wir jetzt... Würde ich ganz geil finden, eigentlich. Aber es wird nur wieder Geld sein. Es ist ein Herzteil, das sieht sich einer an. Das heißt, wir bekommen eigentlich gleich einen Herzcontainer, weil der Briefkasten sollte eigentlich wackeln. Und flupp, dann gehen wir mal auf Items. Equippen uns den hier, denn dann ist hier noch ein blauer Schleim natürlich. Zack. Wo die anderen sind, weiß ich halt echt nicht mehr. Tschüss.
So, Briefkasten wackelt nicht, okay. Naja, egal, wir machen jetzt mal die Feenquelle schön auf. Nein. Zack. Und, ach, Geld. So, zack. Wir haben jetzt so viel Geld, jetzt müssten wir eigentlich auch zu Terry gehen, die Sachen alle kaufen. Ach so, die gehen wieder nach oben. Muss ich mich beeilen. So. Und wenn wir eigentlich hier sind, kann ich gleich die beiden füllen. Junge, der du die Winde erweckst, ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dein Abenteuer zu erleichtern. Und es sind mehr Pfeile. Sind's 99? Ich brauche ihn eigentlich eh nicht mehr wirklich. Du kannst jetzt mehr Pfeile mit dir führen. Maximal kannst du nur 99 Pfeile in den Köcher tragen. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte mir eh wirklich, aber gab es beim Bogen nicht auch 99? Die Antwort ist ja, wir haben wirklich eine Feenquelle noch nicht geholt. Naja, jetzt haben wir es ja. Zack. Ja, wir wissen, wie Feen funktionieren, Spiel. Wir haben jetzt schon 10.000 Mal eingefangen. Aber dann heißt das jetzt, dass wir wirklich das Inventar voll haben. Wir haben, ne, wir haben die gute Kamera, wir haben jedes Item, wir haben ein komplett useless Item, das niemals wieder einen Nutzen haben wird. Und wir haben die zwei Upgrades für jeweils Bogen und Bomben. Es fehlt also wirklich nur noch, ja, weiß ich nicht, ob, wie gesagt, das Herzteil dann auch als Extriges zählt. Und zack, wo ist jetzt der rote Leuenkönig? Da unten schwimmt er. Dann, nee, wir brauchen eigentlich eh Fischfutter. Zack, zack. Und ja, dann machen wir jetzt ganz, ganz viele Sidequests. Jetzt gucken wir auf die Korde. Nee, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Da, da ist eh die Insel. Die hier, zu der müssen wir. Und dann gucken wir da gleich, was uns da drauf erwartet. Irgendein kleiner Mini-Dungeon. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Und an die Insel kann ich mich gar nicht mehr richtig erinnern. Dann gucke ich mal auch, wo... Nee, das ist das Feld. Ach, da ist auch ein Schatz. Da ist auch der Fisch. Dann holen wir uns gleich den Schatz. Bing. So. Nein. Zack. Nein. Zack. Nein. Zack. Da ist er ja. Ist es ein Herzteil oder Geld? Herzteil oder Geld? Na, es ist... Es ist Geld. Ich beschwere mich nicht, aber wir brauchen eigentlich nicht mehr so viel Geld. Egal, wir gehen jetzt mal zum Fischi. So. Was macht denn der Fisch? Iss doch. So. Packt richtig rum. Hey Jungchen, ich weiß Bescheid. Informationen auf der Seekarte. So. Ach, das ist die Insel. Gut, dann weiß ich die auch. Junge, schon mal was vom goldenen Dreifuß gehört? Der war irgendein Piratenkapitän. Jedenfalls sollte seine Schatzkarte hier auf dieser Insel versteckt sein. Stellt sich nur die Frage, wo? Tja, ein Sprichwort, das ich gerade erfunden habe, besagt, weiß der Fisch nicht weiter. Na, verzagen mal die Mögen fragen. Gut, dann weiß ich eh schon, was das für eine Insel war. Doch, die weiß ich dann... Ach ja, die weiß ich doch. Na klar, weiß ich die. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie wir die Insel erforschen. Und zwar... wir haben jetzt jedes Item. Das heißt, wir kommen überall hin. Und das heißt... Genau, da ging's rein. Aber wir gucken uns jetzt mal alles genau an. Was passiert denn, wenn ich mich hier dran befestige? Da kann ich ganz hoch. Das ist zum Hochklettern. Hier. Das ist einfach, dass ich hier hochkomme. Ach, guck mal da. Und wie viel haben wir jetzt? 5. Oh, das ist ja wirklich nicht viel. So, und zwar, wir brauchen für die Insel einmal das Item hier, das wir so selten brauchen. Und ich hoffe, uns passiert nichts, weil wir haben nur das eine.
Und wir müssen jetzt hier, nämlich quasi... Gut, dass das schon mal nicht geklappt hat. So. Also, zack. Wir müssen die alle einmal aktivieren. Was soll denn das? Ja, das war richtig nervig. Und jetzt verfolgen uns die auch. So, zack. Und ich hoffe, uns trifft keiner, weil wir haben wirklich nur den einen Versuch. Ach, die tun uns gar nichts? Doch, die tun uns doch wohl was. So. Den haben wir mal wieder nicht. Den hatte ich schon. Welchen hatte ich nicht? Den hatte ich auch. Den ganz... Nee, den hatte ich nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Den ganz oben hatte ich, glaube ich. Ach, doch. Man kann verkacken. Toll. Ja, das war's. Außer Terry. Nee, Terry ist nicht hier. Egal, dann... Ach, jetzt wackelt der Bosskasten. Was sagt er denn? Guten Abend, ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr Brief. So, zack. Lieber Link, mein Freund hat mir Goldfedern geschickt. Ich bin eine echte Vogelnäherin und weiß daher, wie schwer es ist, an diese... Vogelnärrin. Ach, so eine Vogelnärrin. Und weiß daher, wie schwer es ist, an diese Federn zu kommen. Daher kann ich jetzt mein Glück auch gar nicht in Worte fassen. Aber ich möchte unbedingt, dass du auch etwas von meinem Glück hast. Daher danke ich dir von ganzem Herzen so sehr, dass ich dir gleich ein Viertel beigelegt habe. Und damit haben wir das Herz halt, auf das ich gewartet habe eigentlich. Zack. Und ein weiteres Herz. Es ist nicht mehr viel, Leute. Es ist nicht mehr viel. Verdammt, jetzt haben wir das verpasst, echt. Mist. So, was machen wir weiter? Dann... Egal, können wir das später machen. Jetzt muss ich mal über Tinges Insel. Terry war beim Feld neben Tinges Insel. Also der spezielle Terry. Der ein bisschen Gaga-Terry. So. Bam, 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 bam. Und Terry müssen wir immer noch fotografieren. Ach, und wisst ihr was, wenn wir da sind? Nee, wir haben gar keine Triforce-Karte. Ich wollte sagen... Oder haben wir noch eine? Ich wollte sagen, wir geben... Ach, und wenn wir gleich hier sind, wir haben ja die Statuen alle. Das heißt für uns Folgendes. Das heißt für uns Folgendes. Passt auf. Habt ihr, wisst ihr noch den blauen Bruder, den wir... Also den, ne? Den weiteren Tinge-Bruder. Da ist er. Wenn man alle Tinge-Statuen hat, ist er da. Da steht er. Es sind alle Tinge-Statuen komplett und ich mache mal zuerst ein Foto von dem, denn das brauchen wir. Zack, und das ist der letzte geheime Bruder. Herr Fee, du hast es geschafft, du hast alle Tinge-Statuen gefunden. Ohne deine Hilfe hätte ich mein Zuhause wohl nie mehr wiedergesehen. Eines ist so klar wie reinstes Meerwasser. Einen schöneren Ort als diesen gibt es nicht. Wenn du ein Lichtbild mit der Fotobox schießt, hast du die Aussicht hier immer bei dir. Ja, und das war's. Das ist quasi ein Secret Character. Und im Original musste man ihn nicht fotografieren. Im Original war der nicht vonnöten, dass man ihn fotografieren muss. Hier ist er's. Und da ist er. Da haben wir ihn fotografiert. Und jetzt guck ich. Nee, wir haben noch. Nein, zack. Wir haben keine Triforce-Karte. Aber ich find's geil. Wir haben alle Statuen. Sie stehen hier. Wir haben den blauen Tinge. Es ist traurig, wie langsam sich das Spiel immer mehr vervollständigt. Wir haben immer noch nicht das Feld vor der verwunschenen Bastion. Ich wollte jetzt mal zu Terry, der auf dieser Insel ist. Und auch schatzkartenmäßig fehlt echt nicht mehr viel. Die legendären Lichtbilder muss ich noch sammeln. Und Fotos. Ja, Fotos sind noch viel zu schießen. Und ich muss unbedingt noch die alle abgeben. Da müsste jetzt der spezielle Terry sein, bei dem wir nochmal ein Herzteil kaufen können. Wo fährt er? Da fährt er. Und ich habe immer noch nicht verstanden, wie man Terry fotografieren soll. Weil ich die Kamera nicht verwenden darf. Kannst du aufhören, weiterzufahren?
Och, ich darf die Kamera verwenden. Hier, zack. Wie sieht es denn jetzt hinter uns eigentlich aus? Ach, so, gut. So. Oh, willkommen. Kommen Sie schon, kaufen Sie nur. Das da bitte. Offener Preis, 950 Rubine. Das ist dein Herzteil gefunden. Zack. Gut, dann haben wir das auch. Oh, vielen Dank. Tschüss. So. Wir brauchen auch noch unbedingt die VIP-Card. Zack, so. Zack. Die zählt auch noch dazu. Obwohl ich gar nicht weiß, wo die angezeigt. Ach so, nee, die hat man, glaube ich, in der Posttasche. Herzteil habe ich gekauft. Ne? Zack, dann haben wir das. Dann haben wir jetzt auch 12. Pass auf, Karte. Da sind wir eh richtig. Ach, das ist wieder so eine der Inseln. Egal, die machen wir jetzt. Items. Ich habe noch zweimal Futter, das passt gut. Wo ist der Fisch? Da springt er ja schon. Ganz freudig. Hin und her. Springt der Fisch da. Ach, das ist ja überhaupt nicht fies. Da. Hey, Jungchen. Zeichne es mir auf und sei doch einfach still. Wie viele fehlen uns jetzt noch? Zwei Felder? Drei Felder. Dum, 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 dum. Die Viererinsel, okay. Du hast doch bestimmt schon mal diese komische leuchtenden Kreise im Wasser gesehen, oder? Wusstest du eigentlich... Die man nur nachts sehen kann, okay. Ach, und innen drin ist schon der Schatz. Ach, es wird langsam. Achso, nee, Kanone ist ja ein Standard-Item. Und hier bekommen wir sicherlich wieder eine Use-Karte. Was ist jetzt los? Hä, ich habe bei meinem Monitor Black Screen. Hä, ich hatte einfach einen Aussetzer. Ich mach mal den hier. Jetzt habt ihr kurz. Jetzt hattet ihr kurz Black Screen. Das ist aber einfach die Szene neu aktivieren. Wieso hatte ich denn das gerade? Ja, wird schon das HDMI-Signal nicht gesehen haben. Aber ich mach das. Das ist dafür da, dass der Sound nicht asynchron wird. Weil der Sound jedes Mal, wenn ich den Computer quasi neu starte und alles, ist der asynchron. Oh, gleich bekommen, obwohl es eigentlich so leise war gerade. Ist es ein Herzteil, bitte? Ach so, nee, es könnte eigentlich auch so eine besondere Karte sein. Ja, du hast die große Feenkarte gefunden. Sie zeigt ja, wo sich die Feenkönigin, die großen Feen aufhalten. Ja, toll. Das haben wir jetzt genau, wenn wir die letzte Feenquelle haben. Nee, das war die Karte. Ja, das war die. Also seht ihr, hier sind alle Feenquellen eingezeichnet und da wäre noch die letzte gewesen, die hätte ich gesehen, aber die haben wir jetzt genau geholt. Toll. Oh, ich wusste, dass die Karte gibt, habe mir aber gedacht, die finden wir bestimmt noch. Naja, jetzt haben wir es. Zack. Ach, das war's schon. Und da finden wir wieder eine schöne Schatzkarte. Zack. Schätze sammeln macht irgendwie mehr Spaß, als es mir früher als Kind Spaß gemacht hat. Also jetzt finde ich echt das Schatzsammeln... Also das Schatzsammeln jetzt in The Wind Waker bockt mich wirklich irgendwie. Finde ich auch total lustig. Aber damals, als ich noch die GameCube-Version gespielt habe, ja, hat es mich wirklich nicht gebockt. Um zu, ehrlich zu sagen, ich würde auch die GameCube-Version nicht mehr gerne spielen, weil sie halt echt nervig ist, ne? Also... Mir hat halt das nicht Spaß gemacht, aus dem Grund, weil man halt immer wieder das Lied, das Windlied spielen musste, so wie hier quasi. Es hat sich immer wiederholt und jetzt braucht man es halt nicht mal mehr wegen dem 7-Meilen-Segel. Also das 7-Meilen-Segel macht so viel Sachen angenehmer. Das glaubt ihr mir gar nicht. Wow, das war wirklich toll. Muss ich jetzt wirklich einmal um die Insel rüber und auf die Schräge? Wahrscheinlich, ne? Da sehen wir auch schön die verwunschene Bastion, auf der das Schiff nicht mehr ist. Dann geht's nicht darüber.
Ich muss jetzt wirklich einmal rüberrennen. Naja, was tut man nicht für eine Schatzkarte? Haben wir jetzt eigentlich nicht langsam mal alle von diesen Bastionen hier durch? Ich hasse die nämlich wirklich. Also die machen mir echt keinen Spaß. Ich weiß nicht wieso, ich habe einfach eine Krankheit gegenüber diesen Dingern. Ich mag die nicht. Da gibt's einfach zu viele von. So. Zip, 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 hopp. Hopp, zip, zip, hopp, zip, zip, zip. Aber das kommt mir jetzt auch nicht so viel höher vor. Ich glaube, ich wäre 10-mal schneller gewesen, wenn ich einfach das Windlied gespielt habe. Hätte. So, zack, 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 hätte, hätte, Fahrradkette. So, zack, zack. Wo muss ich denn so, ne? Naja, wird schon passen. Also. Wenn das jetzt nicht geht. So, geht. Zack. Und was für eine Schatzkarte-Nummer ist es? Du hast eine Schatzkarte gefunden. Das freut mich. Dann machen wir das gleich mal auf. Wo ist sie? Nein, da. 19. Verdammt, was ist denn das? Hatten wir das jetzt nicht auch schon 10.000 Mal? Nee, warte, das war das hier. Das war das Spiel. Das hat man noch gar nicht. Ich bin ein Lügner. Da, da. Sollen wir da gleich rüber das holen? Eigentlich, wieso nicht? Wieso nicht? Wir müssen so oder so nach Draconia. Oder wir müssen nicht nach Draconia. Aber Draconia wäre eh von Vorteil eigentlich. Weil da ist ja Terry und ich brauche Terry. Ich brauche Terry gerade. Und dann hilft das mir sowieso, weil dann kann ich da gleich reingehen. Dann holen wir uns ganz viel Futter und Löwen. Ich hole mir dann zweimal diese Birnen. Ja, ich hole mir dreimal diese Birnen. Dass Terry immer wegfährt, wenn man kommt, das triggert mich zum Glück gar nicht. Ja, und jetzt fährt er wieder weiter. Ich check Terry nicht. Bleib doch stehen, Mann. So. Bleib doch stehen. Bleibe stehen. So. Dum, dum, dum. So, ich will dreimal die. Die brauchen wir nämlich jetzt auch noch öfters. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Thank you. So, und jetzt kaufen wir noch... Ja. Das Problem ist halt, wir brauchen halt die Punkte und er gibt uns immer nur einen Punkt. Ich brauche zwar eigentlich eh nur noch eine Portion Futter. Nee, ich kann nicht jetzt auch mehr Birnen kaufen, ne? Aus Sicherheitsgründen, weil... Ich brauche es eh nicht. Aber ich würde gerne 27, drei Sachen noch. Komme ich es noch hin? Einmal nochmal Futter? Nee, ich bin voll. Ah, toll. Das heißt, ich muss da wirklich Futter wegschmeißen oder... Ja gut, die Birnen usen. Wenn wir schon da sind und ich ja eh die Fotos dabei habe... Ja genau, die bringt sich nicht. Also das Foto bringt sich nichts. Dann mache ich mal kurz ein Foto von Komori. Der steht da vorne draußen. Dann haben wir den auch. Da-da-dum. Link, weißt du eigentlich, wo Medulli ist? Merkwürdig. Dabei habe ich doch ihr doch extra diese Blume gepflückt, um sie zu überraschen. Ich glaube, der wird dann noch richtig traurig oder so. So. Dann haben wir Komori, der ist jetzt richtig ein stolzer Orni. Richtig, der sieht jetzt richtig, ne, der hat sich wirklich weiterentwickelt. So, und es gäbe hier eigentlich auch noch was zu holen. Das holen wir aber jetzt mal noch nicht. Nein, wir fahren jetzt mal rüber zur... da. Das sagt uns auch der Vogel da oben ständig, ne? Da gibt's was, wo er auch Urlaub machen könnte und so. Das ist der Ort. Da ist auch das Ziel. Das haben wir ja schon gemacht. Das total Nervige, wo ich nicht weiß, ob ich den Part gecuttet habe oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Und da müsste sich jetzt dementsprechend ein Schätzchen befinden.
Da müsste man schon drin gewesen sein, schätze ich. So, da. Du hast die Inselherzenkarte gefunden. Sie zeigt, auf welchen Inseln sich Herzteile befinden. Ja, die war eigentlich auch praktisch und die ist, also das ist natürlich die praktischste Karte. Passt auf. Nein, Octanus. Inselherzenkarte, da, zack. Man sieht halt nicht, welche man schon hat. Zwei Herzteile auf Draconia. Ich weiß halt nicht mehr, wo ich... Unten auf Preludian 2. Aha. 9 gibt's auf Portemonnaie. Eine in der verwunschenen Bastion. Das müssten wir aber schon haben. Eins daneben. Ach, im Briefkasten 1. Und die Krog-Quest. Ja, das zeigt quasi alle Herzteile. Was haben wir noch? Jetzt haben wir eigentlich fast alle Karten. Jetzt müssen wir doch auf eine der Karten, die wir noch haben. Ja, das haben wir immer noch nicht, wie es aussieht. Das da zum Beispiel ist hier, direkt neben Draconia. Da fahre ich jetzt nochmal hin. Und den Schatz holen wir uns auch nochmal schnell. Keine epische Musik mehr. Ja, ich weiß, wir machen jetzt einfach mal den. Weil ich wollte mich jetzt nicht wegen Einfeld hier rüber nach Draconia porten, ne? Ach, das sieht aber schon schön aus. Hier, wie es so rausleuchtet, mit Fenstern. Gemütlich. So, ist das die Insel? Ja, das müsste die Insel sein. Dann würde ich nächste Folge dann das Ding angehen. Die Tauschquest mit den Goronen. Die würde ich noch gerne vollenden. Das heißt, ich mache dann nochmal kurz, nachdem wir da gewesen sind. Ach, verdammt, es ist noch eine Quest nervig, die mir gerade einfällt. Für ein Herzteil. Es gibt da noch so eine nervige Herzteil-Quest. Zack. So. Und es ist... Na? Ein Herzteil. Ja, davon werden wir jetzt wahrscheinlich ganz viele finden. Dann haben wir die. Wo ist denn das zum Beispiel? Da ist es mal nicht. Da auch nicht. Das ist es auch nicht. Dieses Feld ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Auch nicht. Da ist aber ein Schatz, das weiß ich. Ich würde aber sagen, wir sehen uns... Nee, ich mache noch eine Sache. Eine einzige noch. Jetzt pass mal auf. Items. Ich weiß nicht mehr, wo wir zuletzt gewesen sind. Wir haben die. Ich mache jetzt einfach mal... Ich gucke jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich die... Warum hat mein Controller jetzt nicht mehr... Tja. Ich gucke jetzt mal, was passiert, wenn ich die jetzt einfach auf Ichthusk dem Goronen gebe. Sonst überziehe ich den Part vielleicht. Ich möchte auf jeden Fall noch einen neuen Gegenstand vom Portemonnaie möchte ich haben. Eine neue, ne, Platzier-Dingens, bla bla bla. Dann rüste ich es mal aus. Ach, und ich habe die Fotos wieder nicht abgegeben. Ach, wisst ihr was, ich glaube, die Fotos gebe ich einfach offscreen ab, weil es nichts Besonderes ist. So wie ich es letztes Mal auch gemacht habe, mal vor irgendein, weiß der Geier, wie viele Folgen. So, und dann haben wir hier den Goronen. Was gibst du mir? Gib mir bitte nichts, was ich schon kenne. Hm, das ist ja fossil. Dafür gebe ich dir Wasserkrugträgerin. Nein. Ja, ich bin mir sicher. Dann gucke ich aber nochmal zur
Mutter-Kind-Insel. So. Flupp dich. Jetzt pass mal auf. Ich muss... Nein, nein, nein. Wo ist sie denn? Ist sie direkt dahinter? Nein, hä, wo ist denn die? Ja, da! Ich glaube, die ploppt immer nur ein bisschen auf, wenn ich weiterfahre. So, dann probiere ich mal, dem Goron die noch zu geben, wenn der mir jetzt nichts Neues dafür gibt. Ja, dann... Sei es drum. Dann gibt er mal halt nichts Neues dafür. Dann muss ich damit wohl leben. Es fehlen uns, glaube ich, noch zwei. Oder ein ganzer Stand noch? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube fast, uns fehlt noch ein ganzer Stand. Aber ich finde halt die Quest auch nicht spektakulär. Man geht halt wirklich nur die ganze Zeit mit diesen Dingern zu einem anderen Goron. Es sind halt nur die gleichen drei. Also das ist irgendwie echt langweilig. Ich meine, das kann man ja in einem Rutsch machen. Es ist halt wirklich nur ständiges Hin- und Herfahren und Hoffen. Naja. Waren das echt im Original auch so viel? Kann mich doch gar nicht mehr dran erinnern. Hallo, geh hoch, Link. Zack. Und du gibst mir... Schlussverkaufsfahne. Na, was sagst du? Ich bin mir nicht sicher, ob wir die schon haben. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die hat man nicht. Ist ja egal, ich nehme sie. Schlussverkaufsfahne. So, das heißt, Handelsabkommen. Dann sehen wir uns nach einem kleinen Cut wieder. Ich würde sagen, wir gucken uns zusammen mal kurz den Zwischenstand im Portemonnaie an. Also bis gleich. Und da sind wir wieder. Und Tatsache, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die schon hatten. Aber jetzt sind alle Ständer hier voll. Ständer. Die hier sind. Aber es kommt hier noch einer. Also es fehlen... Es fehlen wirklich noch drei. Okay, aber sagst du jetzt irgendwas Neues vielleicht? Es tut uns leid, aber Unbefugten ist der Zutritt verboten. Ja, ja, ja. Heute ist wahrlich wieder ein schöner Tag. Ein herrliches Wetterchen und genau richtig zum Einkaufen. Ja, okay. Nein. Was ist mit dir? Was sagst du da? Sagst du mir hier irgendwas noch? So ein Dankeschön oder so? Welch Freude, dich fröhlich und strahlend zu sehen. Dass mein Stand so floriert, das verdanke ich alleine dir. Ja, okay. Also nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Fahne schon hatten. Auf jeden Fall fehlt uns noch ein Stand. Das heißt, den und den werden wir uns dann auch noch bemühen. Also würde ich sagen, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Euer Alien. Und tschüss, ciao.